Poppy, stehen bleiben bitte. Halt! Guter Flug. Ja, ich glaube, wir haben's. Poppy? Ach, da ist er. Lass uns aufbrechen. Ich kann einfach nicht fassen, was gerade passiert ist. Upsi. Brauchst du noch etwas Zeit hier? Nee, wir können los. Nein, ich bin bereit zu gehen. Das bin ich. Nach der Drachenrettung in der Hornschwanzhalle erwarte ich, außerhalb vom Schloss jederzeit angegriffen zu werden. Verständlich. Immerhin haben wir ihren Kampfring sabotiert und ihr Drachenei gestohlen. Stimmt. Ja, das... Stimmt. Warum sind sie uns nicht gefolgt? Das sieht ihnen gar nicht ähnlich. Außer... Außer was? Außer... Sie haben es doch getan. Oh nein, dass ich das nicht gesehen habe. Wir müssen los. Ich brauche eine Eule. Es geht um Oma, wetten wir? Deswegen hat sie nicht geschrieben. Ich habe ein ganz mieses Gefühl bei der Sache. Ein ganz mieses Gefühl. Wie konnte ich so blind sein? Okay, Poppy geht Eule schicken. Wir kümmern uns in der Zwischenzeit um... fehlen noch so viele. Wollen wir mal ein paar Demigeist? Warte mal. 5 von 9. Ach, du Güte, gut. Wir könnten mal, wenn wir schon hier in Hogsmeade sind. Eine Kiste, die ist in diesem Gebäude drin und wie es aussieht, das... Hallo Katzen! Ja, aber nicht hier. Doch hinter dem Gebäude? Revelio. Vielleicht. Hier kommen wir nicht rein. Hier auch nicht. Ja. Oh. Diesen Weg solltest du doch meiden. Miss Peck von Schnabel und Brut sagte, jemand hätte hier einen Derrick Hall verloren. Ich weiß, dass wir da nicht lang gehen sollen. Ich dachte nur... Du hättest uns viel Ärger einhandeln können. Es tut mir leid. Sie sagt... Ja, diesen hier? Nein, diesen hier. Da bist du ja. Super. Endlich habe ich genug für den Windhauch. Ah, das soll wohl nicht sein. Guten Tag. Dankeschön. Gut, dann. Revelio. Da vorne ist ein Schloss. Können wir das schon? Ja. Das können wir knacken. Ups, hier. Und... Hier. Danke sehr. Ich muss ganz ehrlich gestehen, es gibt wesentlich... Achso, das ist eine Lampe. Ich denke mir, was funkelt denn hier so komisch? Es gibt wesentlich nervigere Schlossknack-Minispiele als dieses hier. Ist ein bisschen eintönig. Ich hätte... Irgendwie wäre es cool, so wenn du Alohomora 2 hast, dass Einserschlösser vielleicht gleich auch
Schnickschnack springen. Aber ja, im Großen und Ganzen gelungen. Dann. Revelio. Hier ist eher ruhig da unten. Dann wollen wir mal. Das ist doch. Ja, wusste ich's doch. Geld, Geld, Geld! Dankeschön! Ja, schade, Stufe 3. Dann wird wohl auch das untere Schloss Stufe 3 sein. Nehme ich mal an. Ja, würde auch wenig Sinn machen, wenn nicht, oder? Hier war eine Tür. Lollys Keller, waren wir da schon? Lumos. Ich glaube, mich dunkel erinnern zu können. Okay, fangen wir mal hier an. Ah, okay. Das sind nicht nehmbare Münzen. Dann haben wir hier. Die kann ich nehmen. Eine Goldbedeckung. Danke. Dann haben wir hier Münzlines. Ja, kann man machen, aber was bringt's mir? Revelio. Lass mal kicken da vorne. Hier ist. Incendio! Nee. Sah nur aus wie. Okay, da müssen wir außen rum. Revelio. Wenn Revelio ein bisschen länger halten würde. Lass das. Was ist denn heute los? Aus jetzt! Böse Spinne. Noch mehr Probleme? Ja. Definitiv. Revelio. Na. Nehmt den Dipdam. Danke. Das war das Schloss da hinten. Okay. Dann haben wir hier. Ah, hier noch jede Menge. Kaukohl, oder? Ja. Orkrumpsaft. Revelio. Ne, leider nix. Ein Sack. Maraune, Maraune, okay. Walkie Walkie. Und. Da oben was, oder? Ja. Da hinten. Hier lang. Neuer Auftrag. Ja. Hausbesuch bei mir. Ah! Poppy hat die Eule geschickt. Sehr schön. Da hinten. Das heißt, ich bin hier nicht weit genug gegangen. Ja, Tatsache. Incendio. Ich hasse Spinnen. Ja, geh durch, es ist weg. Lumos. Hey. Das war's im Großen und Ganzen. Ja, hüpf. Danke. Dann wollen wir hier wieder raus. Und gehen wir außen herum. Nee, das Schloss sieht man von außen nicht. Aber trotzdem. Was erledigt ist, ist erledigt.
Außerdem könnte ja sein, dass es ein paar XP gibt. Gut, dann wollen wir gleich gucken, wo wir hin müssen, oder wollen wir Hogsmeade noch ein bisschen unsicher machen? Ich bin für Hogsmeade. Revelio. Das Schloss da oben kennen wir schon. Da hinten ist Ignatia. Aber da sind auch noch ein paar Schlösser. Dann gucken wir mal. Hier haben wir Stufe 3. Hier haben wir Stufe 3. Hier haben wir Stufe 2. Sehr schön. Na, hier waren wir. Und hier. Knickknack. Es ist offen. Dankeschön. Okay. Und ansonsten. Revelio. Ah, hier. Denke ich mir gerade, ist doch eigentlich selten, dass nur eine Truhe irgendwo ist. Clipping-Fehler. Truhe zu weit nach hinten geschoben. Ach, sieh mal einer an. Danke. Du. Die hatten wir schon. Ignatia genauso. Revelio. Lukatze. Kommen wir. Nein. Kommen wir nicht. Ignatia, ja, das wissen wir. Aber hier wollte ich mal hingucken. Mist, Stufe 3. Und hinten war doch noch was, oder? Ja, ein Sack. Hallo Hase. Okay. Ein Mega-Power-Trank. Da oben ist noch ein Schloss. Auch Stufe 3, okay. Waren wir hier schon mal? Nett. Nette Idee. Nee, ich glaube, hier waren wir noch nicht. Gut, dann irgendwo hier. Ah, hier hinten. Ja, du kannst auch weiter rauf hüpfen. Schade. Wäre ja möglich gewesen. Ah, Stufe 2. Hier. Und. Hier. Na. Danke sehr. Mich würde interessieren, wie dieses Minispiel mit Maus und Keyboard funktioniert. Hallo? Neblig hier herinnen. Ja, ich gehe ja schon raus. Ah. So. Fertig gehüpft, du Ruhe. Tja, das hast du jetzt davon. Gut. Hätten wir das auch gemopst? Revelio. Ansonsten.
Speicher. Da ist noch ein Schloss. Das ist... Oh, Stufe 1. Wie konnte ich nur... Knickknack. Was haben wir denn hier Schönes? Nett. Die Häuser sind alle so liebevoll eingerichtet. Kommen wir hier? Ja, das dachte ich mir fast. Das habe ich mir fast gedacht. Ansonsten war nicht. Nein. Und es wird dunkel. Gut. Dann wollen wir mal kurz, wenn wir gerade hier sind, noch hier rein. Du machst dir viel zu viele Sorgen. Niemand schaut. Danke. Warum hast du mir noch ein paar gekauft? Sagen Sie Bescheid, ich hasse wenn diese Socken. Zu dem Preis kann man sich nicht entgehen lassen. Wir haben heute viele Wachen. Oh, oder die Waldfee. Diese Kakophonie aus Geräuschen. Warum tanzt er? Siehst du, du sagtest, der Zauber würde sich beim Waschen lösen. Von wegen. Dramatisch, genau wie dein Vater. Man könnte meinen, du hättest dein Gebrechen. Wurde er verflucht? Oh. Können wir diese Socken nicht zu Mr. Hill zurückbringen und mir normale besorgen? Dankeschön. Sie haben ein gutes Auge für Mode. Schauen Sie jederzeit vorbei, wenn Sie in der Gegend sind. Papa, kann man Zauber wirklich aus Dingen herauswaschen? Ah, da, nix wie weg hier. Gut. Einhornblumen. Passt. Wenn wir gerade hier sind, hier war soweit eh nichts mehr, wollte ich sagen. Haha, denkst du? Alohomora. Ja, in ein fremdes Haus einbrechen, direkt wenn jemand nebensteht, aber gut, das hat uns ja noch nie gehindert. Sehr schön. Das war es anscheinend echt. Okay. Verzeihung. Da half jetzt nichts mehr. Aber es soll hier noch 9 Demigeist-Statuen geben. Okay. Noch 4. 9 insgesamt. 5 haben wir ja schon gefunden. Egal, wir wollen einen Blick auf die Karte werfen. Nein, wir wollen einen Blick auf die Aufträge. Wir wollen zu Poppy. Da vorne. Perfekt. Runter mit uns, damit wir den Boost kriegen. Danke. Und wieder hoch mit uns, damit wir nicht gegen die Mauer knallen. Da hinten irgendwo. Glück, dir geht's gut. Natürlich. Was dachtest du dann? Da bist du ja. Du wirktest vorhin so aufgelöst. Die Wilderer sind bei meiner Oma gewesen.
Ich wusste es. Jemand hat mich in der Hornschwanzhalle erkannt und dann sind sie zu ihr. Ach, wie meinst du befürchtet. Das? Geht es ihr gut? Ihr geht es zum Glück gut, aber sie waren bei uns zu Hause. Dachten wohl, ich hätte das Ei dorthin geschickt. Sie sagte, sie hätten das ganze Haus auseinandergenommen und geschrien, dass wir sie ruiniert hätten. Oh je. Das tut mir leid, Poppy. Ich bin froh, dass es ihr gut geht. Ich glaube, das hätte keiner von uns ahnen können. Ich hätte es wissen müssen. Ich habe die Wilderer unterschätzt. Und nun ist noch ein Geschöpf in Gefahr. Wie meinst noch du das? Eins? Die Wilderer wollten nicht mit leeren Händen gehen und stahlen wertvolle Tagebücher, die Oma bei ihren Nachforschungen über seltene Tierwesen entdeckt hatte. Eines davon enthielt Theorien über ein geheimes Versteck der Schnatzer, die man lange Zeit für ausgestorben hielt. Schnatzer? Ich meine, ich weiß, was ein Schnatzer ist, aber zur Sicherheit... Was für ein Wesen ist denn ein Schnatzer? Ein kleiner Vogel mit goldenen Federn. Er ist unglaublich, hat drehbare Flügel, mit denen er schnell in jede Richtung fliegen kann. Tatsächlich basiert der goldene Schnatz im Quidditch auf dem Schnatzer, der vor Jahrhunderten grausam für diesen Sport verwendet wurde. Das Warum ist irgendwo sollten Sie klar, sich für oder? Schnatzer interessieren? Sie Die könnten mit Schnatzern Geld. Mehr Geld verdienen, als Sie es Siehste? Je mit Drachen kämpfen könnten. Die Federn und Augen der goldenen Schnatzer sind unglaublich wertvoll. Augen? Deshalb Autsch. Glaubt man, sie seien ausgestorben. Sie wurden von den Zauberern ausgerottet. Ich will mir gar nicht vorstellen, auf welch grausame Art sie heutzutage gezüchtet und für Profit getötet werden würden. Das sollten wir verhindern. Wo genau sind diese Schnatzer denn angeblich versteckt? Oma sagt, die Tagebücher seien etwas kryptisch, was gut ist. Vielleicht sind die Wilderer nicht schlau genug, um die Vögel zu finden. In den Tagebüchern wurde wohl nur vermerkt, dass der Schlüssel zu ihrem Versteck im Mondlicht liegt. Oma glaubt, dass man es auf eine Handvoll Orte eingrenzen kann. Okidok. Ich nehme an, du willst verhindern, dass Wilderer in die Nähe der Schnatzer gelangen. Oma will, dass ich mich raushalte.